Hi, da sind wir wieder zur Zockerzone Spiel Dead Space mit Folge 34. Ja, wir waren hier stehen geblieben und du hast es ja doch noch gut überstanden, das Ganze, ne? Wieder erwarten. Ich dachte, da hätte wieder mein letztes Stündlein geschlagen, was ein ungünstig oder ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt gewesen wäre. Ja. Ah, ich glaube, wir haben hier noch einen Stinker, der doch hier unten irgendwo in so einem Loch irgendwo Stimmt, ist. Ist der das sitzt da hier? irgendwo Ist unten. das Ding schon offen? Ah, genau, ein großes Medikit. Dürfte auch der Shop nicht allzu weit weg sein. Genau, der. Was ist hier gerade los? Aber ich glaube, nachdem wir den letzten Stinker dann gleich erledigt haben, geht es, glaube ich, eh Richtung Shop wieder. Welches? Auf der anderen Seite oder muss ich das? Ist schon lange her. Ja, ganz ruhig. Warte mal andersrum nochmal. Ich weiß es nicht. Wo ist es denn? Was sagt denn hier deine Linie überhaupt? Oh, hier geht's. Folge der doch. Oh, der kann das ja später mit zum Stinken. Aber ich kann mich da auch irgendwie an was erinnern, dass. Wird noch kommen irgendwo. Mir macht das nichts. Okay, sind aber auch keine Gegner gewesen. Ich weiß es nicht, ich renne einfach nur. Ja, der mich schon befürchtet, dass er jetzt zwei, drei Stück haben. Wenn da 10 kommen, haben alle keine Chance. Okay. Hier ist die Spucke. Das Jump'n'Run-Rätsel, wie du es so schön auf dem Hinweg bezeichnet hattest. Das ist doch was, ja. Prince of Persia. Das ist aber mehr Prince of Persia als das letzte Prince of Persia. Weil das letzte Prince of Persia hatte ganz Prince of Persia untypisch. Kann in die Tür rein, oder? Ach, ne, dazwischen kann ich stehen. Ja, du bist rein, oder? Kann mir keiner erzählen. Oh! Ich hab gleich mal eine Heilung genommen. Oh, gleich die große, Digga. Du hast die große weggehauen. Das kann ich nicht vorher sagen. Dabei hatten wir auch ein mittleres dabei, dachte ich zumindest. Nee. Das wurde echt gleichgültig am Start, Axel. Ja, das ist so leicht, das Spiel einfach. Wir safen mal kurz, ne? Schön, dass beides in einen Satz reindrücken. Das ist so leicht, das wir Spiel. Wir safen mal kurz. Nee, ist ja wir richtig. Ewig nicht mehr gesaved und wenn du dann spielst, dann sterben wir wahrscheinlich wieder. Köpfchen ist noch zu früh. Ja, und jetzt geht's in die andere Richtung. Ich hack ein Loch in unser Raumschiff. Ich weiß, es ist nicht gut. Kennst du noch? Ja, du sprichst es jetzt, auch schon das zweite Mal an. Während Dead Space so gesehen. Nein, ich hab keinen Bock auf den hier. Ah, den machst du ganz souverän. Was war. Was erfinden die denn hier für neue Angriffe? Was war, das habe ich du noch hattest nie gesehen. Volle Energie, Digga. Du hast gerade ein Large Medikit genommen, du warst voll. Und der hat dich mit einer Attacke, die ich noch nie gesehen habe, geköpft. Ja, dann bleibt nur eins übrig. Entfernung bewahren. Was war das denn? Keine Ahnung. Hat er seine dicke Knospe da rausgeholt aus der Mitte? Dieses eins dieser fetten Dinger da. Hier, komm. Ein bisschen schwenderisch, finde ich. Aber ja. Aber wir waren ja eben gerade auch beim Score gewesen. Wir hätten vielleicht mal rumpeln können. In der Mitte. Okay. So, zack. Puh. Sehr gut. Ja, machen wir im Grunde. Wollen wir das offscreen machen? Machen wir offscreen. Nicht auf Senke, Alien. Ja. Schon klar. Hier, Tür drauf. Sehr gut. Oh, yeah. Monster Kill. Im wörtlichsten Sinne. Das ist ja. Und nochmal. Also das. Da, mein Teil von dem Let's Play wird jetzt hier verbracht. Ja, das ist auch wunderschön, die Szene. Sehr gut. Kill of the Year, Mann. Aber es ist gar nicht verkehrt, dass wir da gerade so viel Schuss draufgegangen sind. Dadurch haben wir wohl hoffentlich wieder Platz mehr im Inventar. Ja, ist eine Art von. Von Aufräumen. Platz machen, ja. Wollen wir. Nö, Knoten sparen wir. Wir haben so viele fucking Knoten. Ja. Und irgendwie gibt es auch momentan noch keinen wirklichen Grund, sie einzusetzen, weil man kommt ja eigentlich so gut durch. Und Line-Lags ohne Ende. Man könnte vielleicht hier und da tatsächlich irgendwann nochmal ein paar Punkte in die Rüstung geben, wenn man noch ein bisschen mehr hält. Auf jeden Fall. Das ist glaube ich, keine schlechte Idee, weil Sterben ist einfach nervig jetzt hier im Let's Play. Ja. Und das passiert mir einfach zu häufig.
An dieser Stelle auch ein großes Sorry raus an die Community. Für mein Unvermögen. Aber dafür habe ich einen großen... Und das schneiden wir nachher raus. Aber ich will auch mal gebiept werden, wie Hoffi in der berüchtigten Left 4 Dead Szene. Wer nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal gucken. Ist nicht nur aufgrund unserer Profanitäten interessant. Och, das war wieder los. Das habe ich nicht erfunden, das Wort, aber okay. Ja. Ein schönes, fancy Fremdwort. So, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ich gucke hier, sehe blaue Streifen, drück auf die Taste und hol das Geld. Der Credits ist mir immer das Liebste, ne? Weil nimmt jedenfalls keinen Platz weg. Oh, da kann man ist das einer von den, ja, einer von den dickeren. Richtig. Und den ripperst du jetzt richtig schon auseinander. Das ist Stase. Schwer zu sagen, ob das so gut funktioniert. Ja. Oh, boom. Ich dachte, ich war schon wieder tot. Das wäre es jetzt noch gewesen. Aber er hat dich trotzdem gut gebombt. Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl mit dem Sand. Was denn dann? Haben wir eine Stasi-Station hier? Ich habe keine gesehen aktiv. Was hat da hinten schon wieder vor sich hingeklubbelt? Da war nur die Wand. Bitte. Da ist eine feindliche Wand. Oha. Nein, der macht das hier. Ja, kaputt, der hier. Macht die bestimmt was geschenkt kaputt. Die Waffe ist nicht so geil für den Gegner. Nee, die Waffe hat so einige Defizite bei einigen Gegnern. Aber man hat halt keine wirklichen Munitionsprobleme, ne? Wie wär's, wenn ich ihm so eine Mine gebe? Meine Arme. Ist er tot? Nee. Da haben wir nochmal gezockt. Ich muss wegrennen und ein Stasi-Paket nehmen. Hier muss doch irgendwo eine Station sein. Das kann doch nicht sein. Meist hat man bei den Großen immer irgendwo eine Station. Hat er es gedroppt oder genommen? Gar nichts von beiden. Ach, warum? Was ist das für eine Scheiße hier, Mann? Du hast die Blades einfach nur hingeschmissen. Warum? Ich hab da drauf gedrückt. Oh, Mann. Ich komm zu, ja, Mann. Ey, aber das ist doch einfach, das ist doch nicht mal meine Schuld hier. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich drück da mit fucking X drauf. Es gibt keinen Knopf, der mehr sagt, auslösen. Wo ist er? Du meinst der Arsch jetzt hier in dem Fall. Dermaßen, ey. So, jetzt. X, use. Dankeschön. Ah, sprechen wir von A. Das ist, ja, und jetzt bin ich tot. Ey, Motherfucker, Alter, ey. Nur weil, ey. Ich hasse Konsolen, ey. Aber du hast den Gegner auch noch nie gelegt, richtig, ne? Als du ihn gelegt hast, war das ja immer auf Pipi-Papa-Mode. Ja, war noch auf Pipi-Papa-Mode. Oder versehentlich war es ja Pipi-Papa-Mode. Nee, das hast du absichtlich gemacht, weil du genau wusstest. Jetzt kommt er. Da habe ich dann deine Safe-Games manipuliert. Wo ist der Motherfucker denn? Ja, komm her. Kannst du es natürlich auch ganz cool machen mit Car-Gamer und den Flammenwerfer benutzt. Du meinst bei diesem genialen Review? Ja, bei dem genialen Dead Space Mutanten, ja. Komm jetzt nicht hinter ihm, weil er da so sitzt. Ich muss ihn jetzt offen. Ich habe denselben Effekt gerade gehabt wie du wieder. Das hört sich so an, als wären da noch andere Gegner, ne? Mhm. Ja, weil die Wände hier auch immer so vor sich hin und so an. Ja. Und das halt in jedem Moment immer. Ja, ach komm, ey. Oha. Mann, ey. Ich spiele das Spiel, glaube ich, super mit der Maus. Geht mir echt auf den Sack, dieses sluggish Gedöns, ey. Fucking Gamepad. Aber alles gelb, oder? Ja, aber es wirkte halt so. Ja, so gar nicht effektiv, ne? Aber war gut. Ja. Er ist nicht mehr gesagt. Oh, er ist hin. Gut. Wieder erwarten. Aber knapper ging's auch nicht mehr. Ich war schon wieder kurz davor, irgendwas kaputt zu schlagen, also ich sag's dir. Kenn ich gar nichts, Mann. Alleine wieder? Er ist ein Weilchen her. Okay. In meinem Dasein hast du Gott sei Dank noch nichts kaputt geschlagen. Das ist richtig. Obwohl, ich habe nicht gesehen, wie du mal auf dem TFT rumgelaufen bist. Aber da war ich schon kaputt. Ja.
Ja, apropos kaputt, das Video ist am Ende und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Sergeant Stones am Fluchen bei Zockerzone spielt Dead Space. Scheiße, Mann! Gott, was ist denn? Bis dann!